Das ist wirklich eine Sensation. Noch nie wurde ein so scharfes Bild von einem schwarzen Loch gemacht. Und es ist nicht wie bisher vermutet, das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße Sagittarius A Stern, sondern ein ganz anderes. Das zentrale schwarze Loch in der fernen Galaxie Messier 87. 6 Milliarden Sonnenmassen schwer, Größe 100 Milliarden Kilometer, eines der größten bekannten schwarzen Löcher. So groß ist der Ereignishorizont, nämlich hinter dem Licht und Materie verschwinden. Aber sieht man davon etwas? Wir liften hier und jetzt. Jetzt das Geheimnis, klickt zum Science Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Moment in der Wissenschaftsgeschichte. Zeitgleich 6 simultane Pressekonferenzen. Das will schon etwas heißen. Nochmal ganz kurz die Grundlagen. Eine grundlegende Eigenschaft eines schwarzen Loches hat quasi jeder Gegenstand, sogar ein Atom, den Schwarzschildradius. 1916 kam der deutsche Astronom Karl Schwarzschild auf die Idee, dass es bei jeder Masse einen kugelförmigen Horizont geben müsse, bei dem die Gravitation so groß ist, dass nichts mehr aus dieser Kugel entweichen kann. Bei allem, was wir sehen können, ist dieser Radius so klein, dass die Außengrenzen des Radiuses, des Ereignishorizonts, so klein sind, dass sich eben die Materie außerhalb dieses Horizonts befindet und damit sichtbar ist. Bei der Sonne beträgt dieser Schwarzschildradius zum Beispiel 3 Kilometer. Sie hat eine Masse von 2 Quintillionen Kilogramm, da ist er genauso groß. Würde also die Masse der Sonne auf eine Größe unter diesem Radius zusammenstürzen, dann würde ein mini-schwarzes Loch entstehen. Das geht aber nicht, da ihr Eigengewicht nicht groß genug ist, um die Kräfte, die gegen die Gravitation wirken, zu überwinden. Bei Sternen, die aber deutlich schwerer als die Sonne sind, passiert das, wenn am Ende die Fusion im Stern zum Erliegen kommt und dieser Stern als Supernova explodiert, dann, wenn dann mehr als die dreifache Sonnenmasse übrig bleibt, ist das Eigengewicht so groß, dass die Gravitation die Krümmung der Raumzeit gemäß der allgemeinen Relativitätstheorie sie zu einem schwarzen Loch zusammenstürzen lässt. Auch hier nochmal kurz zur Erinnerung, Masse zieht Licht an, da Licht aber eine feste Geschwindigkeit hat, kann es nicht beschleunigt werden, stattdessen muss sich die Raumzeit krümmen. Das Ergebnis: Gravitation. Wir werden nach unten gezogen und umso stärker diese Gravitation ist, desto weniger kommen andere Kräfte gegen sie an, zum Beispiel die in einem Atomkern. Man kann sich das so vorstellen, dass die Gravitation so stark ist, dass auf unserer Erde, also wenn man das übertragen sehen würde, Berge in sich zusammenstürzen, wir in die Erde gesogen werden und immer dichter wird, dadurch die Kräfte noch stärker werden, weil sich die Masse auf eine noch kleinere Kugel verdichtet und am Schluss Forschungsteam weltweit vermuten einen unendlich kleinen Punkt im Zentrum des schwarzen Loches. Und was absolut irre ist, wahrscheinlich gibt es auch im Zentrum von Galaxien und wahrscheinlich sogar allen Galaxien so ein schwarzes Loch. Nur ist es riesig, absolut gigantisch und enthält die Masse von Millionen Sonnen oder Milliarden. Ein super massereiches schwarzes Loch. Im Zentrum unserer Milchstraße, da haben wir ein solches schwarzes Loch gefunden. Um das Zentrum unserer Milchstraße rasen nämlich Sterne mit einem Affenzahn, der schnellste Stern mit einem Tempo von 18 Millionen Kilometern pro Stunde. Alle 15 Jahre hat er die Runde um Sagittarius A-Stern gemacht. So wurde das schwarze Loch in der Mitte unserer Galaxie nämlich gefunden durch die Beobachtung der Sterne. Und so verhält es sich auch mit der Galaxie Messier 87. In ihrer Mitte ist ein riesiges, wirklich absolut riesiges, supermassereiches schwarzes Loch mit 6 Milliarden Sonnenmassen. Und das ist das Bild dieses schwarzen Loches. Es sieht genauso aus, so wie es erwartet worden ist. Zwar ist diese Galaxie mit mehr als 50 Millionen Lichtjahren viel weiter entfernt als das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße, aber eben leichter beobachtbar, da der Blick auf das Zentrum dieser Galaxie relativ frei ist. Schon 1918 wurde ein Jet aus dem Zentrum der Galaxie beobachtet, der eben auf ein aktives schwarzes Loch schließen lässt. Wenn wir jetzt also das erste Bild eines schwarzen Loches sehen, dann sehen wir direkt die Wirkung der allgemeinen Relativitätstheorie, eine unglaublich starke Wirkung der Krümmung von Raum und Zeit. Was wir in der Form der ersten Gravitationswellen hier auf der Erde nur ganz schwach gemessen haben, die Raumzeitkrümmung ist dort gigantisch. Und es ist wirklich unglaublich. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit sehen wir ein schwarzes Loch. Und wir sehen die heiße Akkretionsscheibe um das schwarze Loch herum, in die die Materie stürzt,
die durch eine Geschwindigkeit von etwa 3,6 Millionen Kilometern pro Stunde unglaublich aufgeheizt wird. So schnell ist nämlich die Akkretionsscheibe und deshalb so hell leuchtet. 100 Milliarden Kilometer Durchmesser hat der schwarze Schatten in der Mitte, der Ereignishorizont des schwarzen Loches, der alles Licht und alle Materie hinter seiner Grenze verschwinden lässt. Anton Zensus, Direktor am Max-Planck-Institut für Radioastronomie und Vorsitzender des Event Horizon Teleskop Leitungsteams. Unsere Ergebnisse ermöglichen uns zum ersten Mal einen klaren Blick auf ein supermassereiches schwarzes Loch und sie markieren einen wichtigen Meilenstein für unser Verständnis der fundamentalen Prozesse, die die Bildung und die Entwicklung von Galaxien im Universum bestimmen. Es ist besonders bemerkenswert, dass wir es in diesem Projekt geschafft haben, astronomische Beobachtungen und theoretische Interpretationen schneller als erwartet zum erhofften Erfolg zu bringen. Das wirklich bahnbrechende ist hier auch, dass die Vorhersagen, wie dieses Bild aussehen würde, genau getroffen wurden. Das ist wirklich der absolute Hammer. Wir werden uns sicher noch öfter mit diesem Thema befassen. Auch Dr. Watson hat das erste Bild eines schwarzen Loches heute zum Thema. Draufklicken, anschauen und Dr. Watson natürlich abonnieren. Bis dann, bleibt dran.